So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. Was machen wir? Wir gehen in den Sumpf. Ich werde irgendwann in einer Folge mal alleine den Uralten machen, denn ich will die Trophäen alle hier haben. Diese komische Trophäe aus der letzten Folge, die werde ich hier auch noch irgendwo aufhängen. Allerdings, jetzt geht's in den Sumpf und ja, mal schauen, was uns erwartet. So, dann Fressalien habe ich. Ich würde mich noch mal ganz kurz von Aikcho die Fähigkeit holen. Und wie? Muss ich ihn noch mal besiegen? Nein, ich gehe einfach zum Spawnpunkt, dort, wo ich die Köpfe aufgehangen habe. Da kannst du die Fähigkeiten wechseln. Okay. Dauert nie lange. Dauert nicht lang. Ausdauer regeneriert sich ja jetzt schneller, weil wir ausgeruht sind. Wie hier immer noch mein, aus den ersten Folgen mein gefällter Baum im Wasser liegt. Beim nächsten Mal offscreen auf jeden Fall wieder ein bisschen was farmen. Also auf jeden Fall Holz, Pilze, Beeren und Essen machen. Vor allem Met. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen was. Wir müssen uns auch irgendwann in der Folge mal damit beschäftigen, Wölfe und Schweine zu tamen. Weil ich weiß nicht, ob die Wölfe einen sogar helfen dann. Hast du eigentlich schon mal versucht, den Fisch zu klatschen? Nein, versuch's mit Pfeil und Bogen oder Speer? Pfeil und Bogen. Du kannst einen Speer nämlich werfen. Ich hab keinen Speer mit. Der ich weiß halt nicht, ob das funktioniert, darum. Also man muss es können, weil ich habe hier auch gekochte Fischschwänze in der Kiste. Aber da habe ich die toten Fische vom Ufer eingesammelt gehabt. Also ich denke mal schon, dass das irgendwie funktioniert. Ja, ich beschieße damit zu viele Pfeile. Dann, oh. Dann stell neue. Bist du schon wieder bei mir? Nein, noch nicht. Aber gleich. Ja, okay. Ich laufe nochmal zurück. Ich brauche neue Pfeile. Ich muss Sachen reparieren auch. Habe ich alles vergessen. Dann stellen wir mal bitte Pfeile her. Dauert nämlich, bis ich wieder zurück bin. Leider, wo bist du hingerannt? Wir haben bei uns an der Base Wasser. Das war jetzt gerade einfach nur spontan. Ich wollte ja einfach so generell noch mal ein bisschen was schauen. Oh, aber die Bären hier draußen nehme ich auf jeden Fall mit. Die muss ich mal irgendwie einzäunen, die Bären hier draußen. Ja, was baue ich denn für Pfeile? Feuersteinpfeil. Ja, da ist die Base. Vor allem Feuerpfeile sind ja deutlich billiger. Ja, dann mach die doch. Und da wären wir diese hässlichen Quarz, nicht Quarz, Harz endlich mal los. Ja, deswegen. Und Federn kannst du hier überall farmen. Einfach bloß auf Vogeljagd gehen. Ja, wenn sie nicht wegfliegen würden, die Hunde. Welche Kiste ist denn Quarz? Hier oben
dritte, genau. Dann nehme ich mir davon die Hälfte mit. Pilze da rein. Rohes Fleisch da vorne. Was brauchte ich nochmal für Würste? Für Würste brauchte ich noch und rohes Rindfleisch, also rohes Fleisch und Disteln. Disteln habe ich ja immer mit gesammelt nebenbei. Wo ist der Unterschied zwischen? Ich brenne! Sag bitte nix. Ah, die sind besser. Was? Die Würste? Ich wollte einfach nur Unterschied machen. Ja, wir können davon gleich genug mitnehmen. Ja, weil mir reicht eigentlich auch das normale Fleisch. Darko, ich habe 32 Würstel gerade im Gepäck. Na gut, du verbrauchst es aber auch in den Massen. Ich bin ja irgendwie sparsamer, komischerweise. Ist einfach nicht so viel. Ja eben. Warum frisst du so viel? Kann es sein, dass ich dein zerlumpftes Hemd habe? Warum immer? Nee, ich hab meins an, was ich immer hatte. Das gehört nämlich nicht mir. Das hattest du zum Anfang gekriegt. Nee, das ist da. Drin. Egal. Ist egal. Kannst du wieder Würstel rausnehmen, Dorte? Warum wieder? Ich hab nicht mal welche. Und dafür kann ich gebratenes Fleisch drin lassen. Ja. Ich hab halt so 20 Würstel dabei. Würstchen! Würstel! Würstchen, du bist kein Bayer. Was? Kein Bayer? Bayer! So, komm jetzt ab in den Sumpf. Wir haben inzwischen 7 Minuten rumgepümmelt und nichts gemacht. Außer Würstel hergestellt. Würstchen! Ich bin nicht Justin, dass du mich korrigieren musst. Ich sage, was ich denke, was mir in den Mund kommt, was mir auf der Zunge liegt und fertig. Ich korrigiere bei Justin alles. Ja, bei dir korrigiere ich nur das Notwendigste. Das ist notwendig. Das ist das Problem. Justin lässt es mit sich machen, ich nicht. Sieht so albern aus, wenn hinter dir da nichts herläuft. Faustschlag! Mich kannst du gerne versuchen zu hauen. Hand versehen. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz was gucken. Der Streitkolben macht. Hauen. 16 bis 26. Die Axt 16 bis. Ne, warte mal. Hauen hat die gar nicht. Schlitzen 45. Dafür das Teil nicht. Blockwert 10-10. 10-10 parieren. Parierbonus. Parierstärke. Da ist der Streitkolben besser. Ich kämpfe mal abwechselnd mit dem und mal mit dem. So, ja, wie viele Pfeile habe ich? 70. Na dann, auf ins Sumpfgebiet. Was? Links! Sag mal bitte erstmal, wie man den Schlüssel einsetzt. Keine Ahnung, das steht immer auf irgendwas anwenden. Wir müssen noch irgendwas suchen, wo wir das anwenden können, aber wir können halt so in den Sumpf rein. So. Ja, jetzt müssen wir hier, glaube ich, das Portal für den nächsten Boss finden. Den da drauf anwenden. Riesenblutegel. Uralter Baum. Schlamm.
Links von dir ist ein Mob. Oh, die Viecher spawnen hier, ernsthaft? Was hast du jetzt gemacht und warum? Ich will gucken, was sie für Holz geben. Oh! Neues Signalfeuer! Die geben Rinde, die Bäume, daraus kannst du Signalfeuer machen. Uralte Rinde, nice! Also hier werden wir definitiv immer zu zweit rein müssen zum Holzfarmen. Oh, kleiner. Wir wissen, was diese Blutegel geben. Das würde ich halt auch gerne mal wissen. Oder diese Blobs, Blubber, weiß ich nicht, was Viecher. Apropos. Schlamm. Da, man kann Schleimbomben machen. Okay. Blutekel. Kriegen die Bau? Ja, die kriegen ein bisschen Damage. Mit dem Bogen muss ich dreimal drauf schießen. Wenn ich sie treffen würde. Komm. Komm zu Papa, komm. Down. Ausschlag. Nee, Blutsack. Yo, hab's gerade mitbekommen. Hab schon ein paar mehr gerade gekillt. Aber man kriegt im Wasser Giftschaden. Ich habe hier keinen Giftschaden im Wasser. Dafür ich. Ich bin vergiftet gerade. Also du brauchst wirklich Lebenstrank und Gegengift. Ach du Scheiße, wie soll man das denn bitte schön machen? Die kommen ja... Hä? Warte, jetzt muss ich mal was testen. Ich habe aktuell 69 Leben. Okay, im Wasser kriegst du keinen Giftschaden. Dann war das, weil mich die Viecher gehittet haben. Die sind hier halt überall. Ich hätte das einfach mit, ja, mit sich mit Bogen vorkämpfen. Na, da... Wir können erst mal just for fun außen rumrennen, gucken, wie groß der Sumpf ist. Das sieht man ja auf der Map oben. Denn du siehst ja, dass wir nass sind. Und dass die Zeit nicht weggeht. Wir sind dadurch auch langsamer. Aber wir sind futtern. So. Alter, rechts von dir ist ein neuer Busch. Achtung! Ne, das sind Himbeeren hier. So, weil die so komisch aussehen. Ja, den da unten kann man in Ruhe lassen. Der ist, glaube ich, auf mich Akku. Nö. Dann würde der sich schon schneller fortbewegen.
Was war das für ein Geräusch? Doppelkont. Da ist ein Skelett. Die sind ja easy. Hä? Haben wir bisher im Sumpf den meisten Damage zugefügt. Nur so nebenbei. Ich höre hier immer so ein unheimliches Geräusch. Ich nicht. Darko, guck ja mal in die Richtung. Da leuchtet irgendwas grün. Wenn du zwischen den Baumkronen lang guckst. Ein bisschen grün, aber nicht wirklich. Scheiß drauf. Ich bin halt neugierig. Was? Da ist irgendwas am Baum dran. Spawner? Krieg kein Damage. Okay. Den würde ich gerne fällen, den Baum. Oh, neue Pflanze. Rübensamen. Hinter. Fäll den Baum doch. Nee, im Wasser kannst du da nichts machen. Längst ist schon wieder so einer. Und hier ist ein rotes Skelett. Zwei. Ja, das eine ist ganz normal. Oh, das ist sogar jetzt mit zwei Sternen. Die sind, glaube ich, immer. Rote sind immer mit zwei Sternen. Blobvieh. Und natürlich auf mich. Ja, dafür habe ich zwei Skelette bei mir. Die nehme ich lieber. Ich korrigiere, ich hatte zwei Skelette bei mir. Eben. Aber hier muss es auch Erze geben. Hilfst du mir jetzt verfickt nochmal? Ich sehe dich nicht mal mehr. Dann komm mal zurück. Bin ich doch, ich komm zurückgerannt. Ich hab Videobeweis. Wo bist du ganz hingelatscht? Ganz normal weiter. Gegen was kämpfst denn du? Geht doch ganz einfach, Darko. Wir machen dir keinen Giftschaden. Vorhin, der hat bei mir Giftschaden gemacht, aber der hatte jetzt wohl gar keine Chance dazu. Irgendwie, es muss entweder hier oder im nächsten Biom ein neues Erz geben. Weil ich weiß, dass es auch Eisen gibt. Hinter mir schon wieder ein rotes Skelett. Ja, lass es kommen, also. Ja, das soll halt nicht so, wie sie jetzt gerade macht, auf mich losgehen. Also entweder gibt es hier neue Erze oder allgemein neue Pflanzen. Ich habe jetzt so Rübensamen. Die Disteln, die hier wachsen, die kenne ich ja schon. Aber ja. Der Sumpf ist ein Witz. Ach. Wo bist du denn? Der Sumpf geht irgendwie nur am Wasser hier lang. Guck mal auf der Minimap. Der ist das wirklich nur so ein schmaler Streifen. Was hat ein Sumpf so an sich? Also in meiner alten Heimatstadt der Sumpf war ein Ticken größer und da war nicht mal ein Ozean oder ein See oder sowas in der Nähe. Ja, aber das hier ist ein richtig typischer Sumpf, der halbjährig komplett unter Wasser stehen wird wahrscheinlich. Außerdem
Der ist nicht gerade klein, Ike. Nur so nebenbei, der ist halt lang gestreckt. Ja, trotzdem, wo soll hier bitte schön ein Portal sein? Aber die atmosphärische Musik ist irgendwie geil. Die hat irgendwas an sich. Oh, 20 Minuten. Naja, komm. Es wird Nacht. Ich sprinte jetzt einfach mal. Lol, der geht da drüben noch weiter. Jo. Wow. Wie war das Kleid? Schlundegel. Oh ne. Also zu zweit ist es definitiv einfacher. Ja. Außer man wird halt so auseinandergenommen wie von dem Dorf. Ja gut. Okay, hier ist Sumpfende. Das heißt, wir könnten das nächste Mal hier eigentlich, weil da oben Dunkelwald ist, das Portal aufbauen. Dann haben wir... Alter, scheiß Autosave. Dann haben wir direkt alles in der Umgebung und wir schaffen es sogar mit dem Fluss bis hierher. Darko? Ja? Das nächste Mal mit einem neuen Boot. Dann müssen wir erstmal wieder... Oder mit dem fahren. Alten, oder mit dem alten Fluss, bis das kaputt ist. Ich sag so. Mal so, warum sollte es jetzt überhaupt noch kaputt gehen? Weil das war ja, es ist nur wegen dem Dorf kaputt gegangen. Und weil jemand immer fast alles mitgenommen hat. Du. Mist, ich wollte dich reinschubsen. Geht das eigentlich? Ja, das wollte ich auch gerade testen. Nee, geht nicht. Aber... Bleib mal da, wo du bist. Warte. Ey. Mann! Wie weit kann ich mich im Sumpf nach unten graben? Okay, das war's. Weiter geht's nicht. Ja, cool, wir können so auch echt so einen kleinen Graben bei uns eigentlich bauen. Da ja, geht doch noch tiefer. Das möchte ich ja halt gerne. Gleich mein Wassergraben richtig. Hey, du kannst da tatsächlich noch tiefer bauen. Lol, aber wie weit? Okay, jetzt ist meine. Hä? Warte mal. 5? Ach ne, hier ist zu viel Wasser drin. Deswegen. Ja, aber wenn du das weiter weg vom Wasser machen würdest, würde es, glaube ich, sogar noch tiefer gehen. Das weiß ich nie. Das werden wir aber offscreen testen mit dem Graben. Ich verabschiede mich kurz aus der Folge und dann gucken, ob wir offscreen zurücklaufen oder ob wir uns hier ausloggen. So, ich hoffe, euch hat die Folge bis hierhin gefallen. Wir haben den Sumpf gefunden, wir haben ihn durchquert und ich dachte erst, der ist sehr klein, aber der geht ja da drüben noch weiter. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Das ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und in der nächsten Folge, ja, werden wir uns hier eventuell ein Portal aufbauen, beziehungsweise das mache ich schon offscreen. Dass wir halt schon ein bisschen was farmen können. Und wir stellen in der nächsten Folge auf jeden Fall ein paar neue Sachen her, dann in der Base. Und schaltet wieder ein. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.